Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. Area 52, den geheimen Leveln aus Poly Bridge 1 in Poly Bridge 2. Und es bleiben noch zwei Level. Eines davon ist The Maze, diese Waschmaschine, und natürlich hier der Crane. Und ich weiß nicht, welches wirklich in Anführungszeichen einfacher ist. Aber ich hoffe einfach, dass ich jetzt hier mit dem Kran einigermaßen vorwärts komme. Ich würde nämlich hier jetzt eine Methode nutzen, die ich so ähnlich quasi in einem Level vom Masonator gelöst habe oder genutzt habe. Und zwar Over the Rainbow and Around the Rainbow oder so ähnlich heißt sie. Habe ich in einem Stream gespielt. Und wir haben nämlich hier drei Hydraulikphasen Zeit, um diesen Block über den Kipplaster hinwegzubekommen auf die andere Seite. Und ich würde das in drei Schritten machen wollen. Ersten Schritt ein bisschen hoch, zweiten Schritt rüber, dann runter. Ein bisschen so wie eine Art Motor. So was Ähnliches habe ich eben bei dem Level von Masonator gemacht. Das wollte ich nicht. Gut, ganz genau so geht das sowieso nicht machen. Exakt so, wie ich das machen wollte. Und wollen wir mal gucken, ob ich das vielleicht hinbekomme. Zunächst einmal müssen wir uns hier 45 Grad Winkel zwei Dinger markieren. Und wir müssen den Abstand einigermaßen hinbekommen, weil hier zwischen, also die Idee ist, hier eine Hydraulikphase zu machen, die ihn hochhebt, hier eine Hydraulikphase zu machen, die ihn rüberhebt und dann eben das hier gespiegelt nochmal runter macht, damit er dann in den nächsten drei Hydraulikphasen G bis I das Ganze rückwärts machen kann. Das ist die Idee. Ich weiß nicht, ob der Abstand hier vielleicht zu groß ist. Der ist definitiv zu groß. Das heißt, wir gehen hier einfach jeweils ein Kästchen rein. Dann können wir hier nämlich das Ganze schön spiegeln. So, ihr müsst einfahren. Genau, ihr müsst einfahren, damit er nämlich reingezogen wird. Jetzt müssen wir nur noch das hier mit Muskeln festmachen. So, dann bekommen wir nämlich so eine Art Motor, würde ich das mal nennen, in mehreren Schritten. Sowas ähnliches habe ich, wie gesagt, gemacht. Das hat gut funktioniert bei dem anderen Level. Ich hoffe, dass das hier auch funktionieren kann. Problem ist nur, wie mache ich das hier drüben fest? Da habe ich nicht dran gedacht. Lass mal das hier festmachen. Erstmal alle entfernen, damit das Problem nicht irgendwann auftaucht. So, in A sollt ihr starten, in B oder C genauer gesagt sollt ihr starten. Jetzt gucken wir mal, ob sich das einigermaßen bewegt. Also er soll das hier erst hochziehen. Ich glaube, ich muss den Punkt hier drüben festmachen im besten Fall. Ja, definitiv ist eine dumme Idee, ihn da an dem Punkt festzumachen, wenn... Dann sollte ich ihn hier am Mittelpunkt festmachen, natürlich. Das macht viel mehr Sinn. Warum sollte ich ihn bitte hier festmachen? Das ist doch selten dämlich. Wenn, dann an dem Punkt machen. Und das soll der Arm sein, um den er ihm rumgehoben wird. Versuchen wir das Ganze schrittweise zu machen. Okay, du hältst das nicht. Das wird er wahrscheinlich immer noch nicht halten können, oder? Doch. Okay, das ist nicht massiv genug. Dann machen wir das hier nochmal ein bisschen massiver, hätte ich gesagt. Okay, jetzt haben wir das Problem,
dass der Wagen nicht weit genug reinfährt. Das Problem hatten wir im Prinzip vorher auch schon mal, weil er stoppt zu nah, deswegen kommt er hier nicht durch. Da hat man es gerade gesehen, ich wollte eigentlich pausieren, nicht stoppen. Da sieht man es eindeutig, er zieht ihn hier hoch und dadurch reißt das Teil dann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier einfach nur massiver machen kann. Ob er dann eben die Stabilität hat, um ihn quasi wegzubewegen. Wenn ja, können wir das natürlich versuchen. Das hat gefühlt bei dem Katapult ein bisschen geholfen. Solche Teile. Ich hoffe, das hilft hier auch. Um die Stabilität zu bewahren, dass wenn er jetzt geschoben wird. Nee, weil er dreht. Er würde das wegdrehen, weil es eben nicht komplett massiv ist. Was hier jetzt auch noch dazu kommen wird, ist auf Dauer das Budget. Natürlich, das wird auch noch ein Problem darstellen. So, ich glaube, er kriegt ihn da nicht rumgeschoben. Aber ich bekomme ihn auch nicht weiter vor. Ich kann das hier nicht verschieben. Ich bekomme ihn aber auch nicht weiter vor. Wie soll ich das machen? Wie bekomme ich diese Bewegung nun um das Teil herum, wenn er nicht weit genug rollt? Ich habe auch keine Straße mehr. Also kann ich nicht irgendwie noch weiter bewegen lassen. Ich kann doch nicht hier nur auf eine Straße gehen und hier mit einer Straße eben, die ich drauflege, ihn weiter bewegen lassen. Weil ich brauche beide Straßen hier, sonst ist das nicht eingeklemmt, offensichtlich. Ah, eventuell. Nee, dann reißt du. Okay, versuchen wir das. Ah, ich kann aber dummerweise das nicht so stabil machen, wie ich will, weil ich hier nicht bauen darf. Das ist ein weiteres Problem. Jetzt würde er mit dem Split Joint da hängen bleiben. Oder gleiches mit dem auf der Seite. Nee, das geht so. Das heißt da. Wie bekomme ich den daran vorbei? Er bewegt ihn relativ gut voran. Ja, also da kann man nichts gegen sagen. Er gibt ihm schon so ein bisschen Power gibt er ihm schon mit. Wir müssen den Druck einfach ein bisschen besser verteilen oder mehr verteilen. Das hier wahrscheinlich ans länger machen, damit das in einer Ebene ist. Aber selbst das ändert nichts. Bekommst du das daran vorbeigeschoben? Nee. Okay, wir lassen ihn mal beide parallel ziehen. Dann hat er natürlich mehr Wucht, wenn er beide parallel zieht.
zieht damit mehr Power und ich hoffe, dass die Power eben reicht, um ihn dann an ihn vorbeizubringen. Problem dann ist jedoch auch wieder, wenn er ihn so vorbeibekommt, zieht er ihn natürlich wieder nach rechts. Das heißt, er würde ihn dann blockieren beim Runtergehen. Ja. Sandra ist jetzt viel früher gerissen. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktionieren soll. Wir bekommen ihn auf jeden Fall deutlich weiter jetzt. Es gibt die Straße noch. Aber selbst wenn, ich bekäme ihn nicht um ihn rum. Hey, ich bekomme ihn auf die andere Seite. Na, nee, er rutscht runter. Wie soll das gehen? Ich verstehe das nicht. Macht das Sinn, wenn ich hier den Winkel einfach verändere? Kann ich mir auch nicht vorstellen, oder? Aber der Abstand bleibt immer gleich. Es ist immer dasselbe Problem, dass der Kipplaster nicht weit genug nach vorne geht. Muss ich vielleicht den Arm... Aber ich muss immer um den Mittelpunkt drehen. Weil wenn ich ihn... Weiter, wenn ich hier drehen würde, würde er ja drüber hinweg drehen. Ich muss ihn um diesen Punkt hier drehen lassen. Da komme ich nicht drum herum. Ich weiß es nicht. Ich finde die Idee mit diesen drei Schritten nicht schlecht. Ist auch ansatzweise gut umgesetzt. Weil es ja offensichtlich funktionieren könnte. Gut, der letzte Schritt wäre mir noch ein bisschen unklar. Wenn ich wahrscheinlich wüsste, ich hier drüben ein Gebilde bauen, das dem hier entspricht. Sprich, hier eine Verbindung bis dahin und dann an den gleichen Punkt eben festmachen, damit er die komplette Drehung hinbekommt. Oder weiter unten eigentlich, weil er runter muss. Da weiß ich noch nicht genau. Aber das funktioniert ja so auch nicht. Vielleicht. Mal ganz kurz zurück. Bevor ich da oben das hier umgedreht habe. Ich glaube, das war gut. Genau. Eventuell darf hier das nicht komplett fest sein. Sondern es muss ein bisschen beweglich bleiben. Im Sinne von, wir erweitern den Punkt nach hier, damit er fast vertikal zieht. Dann würde es hier um diesen Punkt, hier würden wir einen Drehpunkt reinbringen. Wenn wir hier in der Mitte von dem ganzen Tohuwabohu hier, ja, hier, so, sagen wir mal, das wäre fest. Das Ganze hier kommt mal weg. Wenn wir jetzt die Hydraulik an diesen Mittelpunkt hier festmachen würden. Da. Und ihn hier flexibel lassen und dann nur über einen Arm bewegen. Dann dreht er sich ja ein bisschen mit. Dann ist er flexibel. Würde aber hiermit immer noch rübergeführt werden. Dann würde er doch, wenn ich den hier anpasse, ein bisschen vertikaler mache, eher straight hochgehen als gebogen, oder nicht?
Ich glaube, das könnte... Genau, das ist der Move. Das ist der Move. Der ist nicht schlecht. Wir müssen jetzt nur den Punkt hier ein bisschen anpassen. Ich habe dummerweise hier mit den Hydrauliken nicht mehr so viel Spielraum. Ärgerlich. Das ist, glaube ich, der Trick, den ich brauche. Ich bräuchte ihn eigentlich weiter links. Es geht aber hier rüber nicht. Wenn ich mich jetzt nach da gehe, habe ich hier keinen Spielraum mehr. Machen wir mal so. Weil dann dreht er ihn nämlich ein bisschen an ihm vorbei. Das ist gut. Das ist gut. Es hilft noch nicht beim letzten Schritt hinten, aber der erste Schritt sieht gut aus. Muss eigentlich noch weiter in die Mitte, gell? Das muss hier eigentlich zentraler sein. Sprich, ich müsste hier noch ein bisschen weiter nach links gehen. Nicht ganz. Eventuell den Punkt ein bisschen verschieben. Viel verschieben geht da leider nicht. Aber ich glaube, das ist der Move, der mir gefehlt hat. Diese Idee. Vor allem hat er da vorne bisher nichts gemacht. Ich habe bisher nur mit der oberen gezogen. Ja, beinahe. Ich glaube, das Drehen ist gut. Moment, ich wollte Drehen schreiben. Bin aber falsche Stelle gewesen. Wenn wir den hier jetzt anfassen würden. So, machen wir mal den bis dahin. Wir machen den einfach mal fest. Es geht nur darum, um zu gucken, ob das denn theoretisch funktionieren würde. Wenn ich ihn weiter links setze. Schafft es immer noch nicht drüber. Ich meine, ich kann natürlich hier noch einen Zwischenschritt mit Hydraulik machen, die dann beide parallel arbeiten. Er kommt nicht an diesem Teil vorbei. Gefühlt ist es egal, wie ich es verziehe. Ich glaube, ich muss den Drehpunkt weiter nach innen bringen, oder? Eher so nicht. So eher nicht. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ja? Ich meine, er kann sich ja gerne ein bisschen drehen. Das stört mich ja per se erstmal nicht. Komme ich nicht. Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir werden das hier weiter runterbringen. Werden den hier dahin bringen und bauen dir hier noch einen dritten ein. Ist natürlich jetzt teurer als vorher. Aber ich hoffe, dass das insgesamt trotzdem gut läuft. So, weil wir das hier einfach nur 1:1 hierhin kopieren können. Okay, können wir nicht. Der hier, der ist nicht mittig. Das ist das Problem. So, das sollte eigentlich 1:1 dreh- und kopierbar sein. Jetzt haben wir es. Siehste, schon besser. Wichtig ist nur, dass du einfährst. Wichtig ist, dass du ausfährst, meine ich. Das machen wir fest. Du musst ausfahren. Ich muss mich mal ganz kurz ersetzen, damit man das auch sieht. Jetzt würden wir dich hier nochmal festmachen, damit das nicht stört. Du machst was in A. Ihr beide in der Mitte seid, also
Für mich ist A in dem Fall die erste Hydraulikphase. So, gucken wir mal, wie das aussieht. Es kann sein, dass das Drehen hier jetzt stört. Aber gucken wir mal. Wenn er ihn hochbekommt. Uff. Das Drehen stört extrem. Mann, ich denke, das ist... Ich glaube, das ist so von Idee her nicht so blöd. Aber praktisch dann irgendwie doch wieder nicht gut. Weil es muss frei beweglich sein. Sobald ich das hier festmache als einen Arm, klappt das nicht mehr, weil er da definitiv dran hängt. Also es muss, glaube ich, beweglich sein. Ob ich allerdings in der Lage bin, das hier irgendwie doch noch rauszufinden und vor allem wann, seht ihr es in der Zukunft? Vielleicht schon morgen in der nächsten Episode. Poly Bridge 2, Area 52. Euch wie immer noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.